Leute, heute reagiere ich auf 97 beste Lifehacks und jetzt geht's mit dem Video los. Was macht ihr damit mit den Ballons? Er füllt sie auf mit Wasser. Dann legt er mit Ballons mit Cola rein. Lasche. Ah ja, er macht die Cola kalt. Guter Lifehack. Der Licht ist kaputt. Und man will sich nicht schneiden. Mit Apfel. Oh, guter Lifehack, dass man sich nicht schneidet. Mit, ja. Was macht er jetzt? Als Kleberpistole mit, ja. Ja, guter Lifehack. Aber man muss dann wissen, wo man das hingelegt hat. Oder man hat das nicht mehr. Nicht mehr. Was macht er jetzt? Voll gut für die Stifte. Was macht er jetzt? Mit Alufolie? Ja, dann. Ja. Was bringt das, Leute? Mal sehen. Wenn man die Köpfe dann nicht immer mit haben. Oh, wie gute Idee. Man hat die immer mit und sie werden nicht kaputt. Voll gute Idee. Jetzt mit dem Licht. Ein Ballon. Schneidet ihn. Den Ballon. Legt es um den Licht. Und dann ist das Licht blau. Voll gute Idee. Blaues Licht. Jetzt Cola. Colaflasche. Er macht ein Loch. Er legt einen Strohhalm. Und wie heißt das? Habe ich vergessen. Ein großer Strohhalm. Oh, voll gute Idee. Ich will auch einmal machen. Diese Kinder. Joy. Diese Ei. Wie gut für den Zahnpasta. Ei, die Schale macht er weg. Legt er Wasser. Voll gute Idee für eine Kerze. Gute Idee. Gute Idee. Diese Deckel von hier aus dem Box oder von was das ist. Mit Schwamm. Mit der Pistole kleben. Was macht er jetzt? Nicht so gute Idee. Aber okay. Weiter geht's. Was macht er jetzt mit dieser Klammer? Mit dieser Spitze. Ey, das ist ein Messer. Voll gute Idee, man hat kein Messer. Man macht selbst eins. Voll gut. Was macht er jetzt? Oh, voll gut, aber nicht so praktisch. Aber gut. Man hat ein Holz in den Arm. Dann legt man heißes Wasser in einen Becher. Und dann voll gut. Das Beste bis jetzt. Voll gut, Leute. Ein Deckel von Cola und ein Feuerzeug. Was macht er jetzt? Ja, voll praktisch. Sehr geil. Cola, Nutella-Flasche, BH, den Deckel von Nutella und ein Strohhalm. Er legt Salz oder Zucker. Ja, Zucker. Voll praktisch, voll geil. Voll gut. Ein Cola-Flasche. Er macht das kaputt. Das wurde kaputt.
nimmt ein Blatt, er faltet sie, bis er nicht mehr kann. Er legt sie dann so. Ja, voll gut, aber nicht so gut. Es könnte Papier reingehen. Was macht er jetzt? Voll gut für den Shampoo. Dann ist er nicht mehr so rötlich. Was macht er jetzt mit diesen Jackenfunen? Kinder, jo. Mit den Kopfhörern. Voll gut. Hatte da niemand dabei. Und die werden nie kaputt oder so. Voll gut, Lifehack. Was ist das jetzt? Ja, voll gut. Dann hat alles immer dabei. Man muss nichts mehr suchen und so. Voll gut. Käse. Er will das Brüsseln. Voll gut, aber gut, ja, gut. Kann man machen. Er schneidet die Colaflasche. Und dann legt er. Nicht so genial, aber gut für manche. Er schneidet diese Orange. Er macht voll gut für Halloween. Leute, er macht einen Kürbis. Ein orange Kürbis. Kann man sagen. Voll gut für Halloween. Er nimmt jetzt, er gibt es Cola in das Eis. Er macht Cola-Eis, glaube ich, oder? Ja, er macht Cola-Eis. Cola und dann legt er die Cola-Eis da rein. Voll gut, wenn man das. Wenn man zu heiß ist, dann hat man etwas zu kaltes. Ja, voll gut. Was macht er jetzt? Oh, voll gut. Aber nicht so genial. Braucht man nicht unbedingt. Was macht er jetzt? Für Geld. Nicht so genial. Sieht nicht so schön aus. Ich will es mir nicht machen. Weiter geht's. Was macht er jetzt? Voll geil! Eine Pistole macht er. Er nimmt die Spitze raus, er schneidet die Colaflasche. Mit Schere und dann. Was macht er jetzt? Er legt sie da rein. Dann legt er die Kerze rein. Er macht Eier. Wie praktisch, wie geil. Er braucht nichts. Nur ein Feuerzeug, zwei Colaflaschen. Eine Colaflasche und fertig. Ein Schwamm. Er schneidet ihn. Er legt ein Shampoo rein. Voll gut. Aber lohnt sich nicht so. Er nimmt eine Colaflasche und ein nasses Tuch und wickelt es rum. Und dann 10 Minuten in Fach. Voll gut, im Sommer. Jetzt ist das voll gut. Eine Wassermelone schneidet er. Dann macht er mir dieses Ding, die Wassermelone. Er nimmt eine Banane, dann schneidet sie in Stücke. Eine Orange
und Mandarine. Schneidet sie auch in Stücke. Er legt das dann in die Wassermelone. Diese Saft. Oder wie das heißt. Mit Früchte. Voll gut. Voll gut im Sommer. Jetzt ist das voll gut. Oder im Herbst auch. Voll gut. Schmeckt das überhaupt? Er nimmt ein KitKat. Er macht das auf. Er nimmt ein Stück. Er gibt diese Holz. Was ist das? Weiß ich nicht. Dieses KitKat. Eis. Er macht Eis. Das KitKat. Voll gut. Pringles. Er will nicht da rein. Er nimmt ein Blatt. Er faltet sie einmal. Dann legt er den Pringles rein. Voll gut, Leute. Ich muss das auch machen. Er nimmt die Schinken, wie das heißt. Steak. Ein Brot. Toast. Ein Ei. Ja, voll gutes Essen. Er nimmt ein Pringles Dose. Er knallt sie. Was macht er jetzt? Er macht eine Laterne. Voll gut. Voll gut bei Halloween. Oder so. Und in der Nacht. Voll gut. Er nimmt eine Banane. Er schneidet. Er gibt das Strohhalm in das Banane rein. Und dann nimmt er sie raus. Mit Cola. Gibt er Cola mit etwas rein, in die Banane rein. Er macht sie jetzt auf. Und er isst sie. Voll gut. Er nimmt ein Pringles-Packung, schneidet sie. Was macht er jetzt mit diesem Holzstabor, wie das heißt? Das wird Pizza. Sag mir nicht, dass es wird Pizza. Voll gut, Leute. Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Like, ein Abo da und tschüss. Wenn ihr noch mehr Reaktionen sehen, dann schreibt in die Kommentare. Tschüss.